Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Duftliebe Tats. Ich bin die Nicole und ich bin deine unabhängige Sensi-Beraterin. Heute habe ich mal so ein bisschen ein anderes Video und zwar geht es heute um Erinnerungsduftlampen. Sensi hat ja immer so Veranstaltungen. Einmal im Jahr gibt es so eine richtig große Sensi-Family-Reunion. Da trifft man sich mit anderen Beratern, mittlerweile aus ganz Europa. Ganz am Anfang war es ja nur in Deutschland und dann haben sie das halt geändert zu größeren Reunions, Zusammenkünften. Also Reunion heißt ja sowas wie Zusammenkunft, Treffen und gemeinsam eine tolle Zeit erleben. Und ja, da gibt es halt eben zu jeder einzelnen, die einmal im Jahr stattfindet. Das ist immer im Juli, Mitte, Ende Juli findet das statt. Und dazu gibt es halt immer eine extra Erinnerungsduftlampe. Ich bin ja seit 2014 dabei und ich hatte eigentlich nie so das Ziel, da was Größeres draus zu machen. Für mich war das so, naja, so ein bisschen zum Eigenbedarf bestellen und dann schauen wir mal, vielleicht hat ja jemand Lust, was mitzubestellen. Und ja, wenn ich halt dann rausfall aus dem System, was ja damals nach 4 Monaten war, aktuell ist es ja so, dass man ein ganzes Jahr nicht rausfällt, wenn man nicht einen gewissen Umsatz hat. Also das hat jetzt auch mit Corona was zu tun. Ich weiß nicht, ob sich das wieder ändert, aber ich vermute mal schon, dass wenn sich die Lage entspannt, dass sich das auch wieder ändern wird. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht um die Erinnerungsduftlampen. Und wenn ich diese Duftlampen sehe, dann kommen in mir wirklich sofort Erinnerungen hoch. Und ich finde es eine ganz, ganz schöne Sache. Und deswegen habe ich mir auch zu jeder Reunion die Duftlampe gegönnt, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, ich habe 2014 angefangen im August und da war es ja dann bereits im Juli und 2015 wäre dann die nächste in Kassel gewesen, aber da ging es mir gesundheitlich nicht so gut, dass ich daran ja halt einfach nicht teilnehmen konnte, was ich wirklich sehr, sehr bereue, aber es war halt einfach zum damaligen Zeitpunkt so. Und ja, aber ich habe mir dann gedacht im Jahr drauf, ich muss das ändern. Ich nehme die Herausforderung an. Es fiel mir damals auch nicht leicht, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, gesundheitlich total angeschlagen war. Und habe dann all meinen Mut zusammengefasst und bin nach Frankfurt. Mein Mann ist mitgefahren und wir sind dann beide nach Frankfurt gefahren. Damals musste ich ihn noch so ein bisschen zwingen und ihm sagen, Mensch Schatz, komm halt mit, weil alleine schaffe ich das nicht und ich brauche deine Unterstützung und das wird bestimmt lustig und du willst da, also dir wird es dort sicherlich auch gefallen. Naja gut, er hat sich dann breitschlagen lassen und dann sind wir mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. Wir hatten noch ein paar Teamies im Gepäck und haben dort auch eben Teamies kennengelernt, die man noch nicht kannten. Ja, weil zwischen 2015 und 2016 hat es dann angefangen bei mir, dass sich ein Team aufgebaut hat und ja, was da bis heute draus geworden ist, ist für mich immer noch total unfassbar und so unwirklich und unglaublich und ich bin da so unheimlich dankbar dafür und mir macht es auch wirklich total viel Spaß. Aber gut, wieder zurück zu den Erinnerungsduftlampen. Jede Sensi Family Reunion hat ein spezifisches Thema und das Thema damals 2016 in Frankfurt war Share Your Song und ich kann euch garantieren, von dieser Duftlampe wird es nicht viele geben, also besonders in Deutschland. Ich weiß noch, damals waren wir 85 Leute auf der Reunion. Ich glaube, sowas in dem Drehraum wird es gewesen sein und jeder, der dort war, hatte eben die Möglichkeit, sich diese Duftlampe zu kaufen. Und ich habe gesagt, jawohl, wenn ich da war, dann möchte ich auch eben diese Duftlampe haben. Und ich habe sie auch heute noch im Gebrauch ab und an mal. Und bei mir stehen die eigentlich alle in der Vitrine. Und wenn ich mal Lust drauf habe, dann hole ich sie einfach raus und verwende sie. Und die ist komplett aus Metall. Da vorne steht dann eben dieses Motto drauf, Share Your Song. Und da geht es halt einfach darum, dass man seine Leidenschaft zu Sensi mit anderen Menschen teilen soll. Also da geht es eigentlich zum größten Teil darum, seine Leidenschaft zu teilen und ja, mit anderen Menschen drüber zu sprechen. Und hier oben drin haben wir dann sozusagen das Schälchen, selbst das ist aus Metall. Und darunter ist halt eben dann dieses Heizelement und welches halt das Wachs erwärmt. Genau.
das Oberteil quasi vom Mikrofon, das, wo man reinspricht, was weiß ich, wie das heißt, ist dann sozusagen der Deckel und das ist komplett durchlöchert. Und ja, damit halt eben der Duft rauskommt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich erinnere mich sofort daran, wie das da war in der Zeit und was wir für eine tolle Zeit hatten mit den wundervollen Menschen, die wir dort auch kennengelernt haben. Ja, es ist einfach was Schönes. Ich habe mir dort gedacht, ich war so happy, dass ich dann dahin kam, dass ich das geschafft habe, dass ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe. Jemand, der nicht mit Angst- und Panikstörungen zu tun hat oder hatte, wird wahrscheinlich nicht verstehen, so nach dem Motto, was hat sie denn? Ich hatte damals Angst- und Panikstörungen und von daher war das für mich was Besonderes, dahin zu gehen. Und das hat mir auch so einen richtigen Kick und so einen richtigen Aufschwung gegeben. Und ich habe mich so gefreut, dass ich das dahin geschafft habe. Dort wurde dann die nächste Sensi Family Reunion verkündet fürs Jahr drauf, also im Juli 2017. Und da kam dann so eine Hiobsbotschaft für mich. Da hieß es dann, wir müssen nach Edinburgh in Schottland. Und ich habe mir gedacht, ihr seid doch verrückt. Jetzt bin ich so happy, dass ich es hierher geschafft habe. Und jetzt wollt ihr mich in ein Flugzeug zwängen, welches ich hatte mir geschworen, ich werde nie wieder in meinem Leben in einem Flugzeug sitzen, weil ich einmal einen Flug hatte und das war einfach die Hölle. Und wenn du eh eine Angst- und Panikstörung hast, wie willst du da dann in dieses Flugzeug rein und wie willst du diesen Flug, diese, ich glaube, 1,5 Stunden waren es oder 2, wir mussten ja mal umsteigen in Frankfurt, ja, wie willst du das schaffen? Und ich habe mir das dann noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und wir waren kaum zu Hause, haben dann geschaut nach Unterkünften in Edinburgh, weil dann eben schon viele geschaut haben, das sollte dann schon eine europaweite Reunion werden. Also ich glaube, da war Frankreich dabei, England, Schottland, Irland, ja, halt so alles, was in Europa ist. Ich glaube, da war damals auch schon Österreich dabei und Italien, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, was da alles schon dabei war. Aber auf jeden Fall waren die Leute aus ganz Europa dort versammelt. Und es waren dann schon wesentlich mehr als 85, was mir dann noch zusätzlich so ein bisschen mehr Angst gemacht hat. Aber gesagt, getan. Ich habe gesagt, ich möchte nie mehr eine Reunion verpassen. Und wir sind dann nach Edinburgh geflogen. Und das war natürlich dann schon wieder ganz anders. Das war größer, da waren mehr Menschen und die neuen Produkte sieht man da dann auch immer, die sind alle ausgestellt und das ist einfach was Besonderes, wenn du die schon vorher anfassen, anschauen, deine eigenen Bilder machen kannst und so und ja, ein neues Land zu bereisen, also es war wirklich, wirklich toll. Wie gesagt, ich habe es dann geschafft, dorthin zu fliegen, weil sonst hätte ich diese Duftlampe nicht. Die sieht jetzt zwar aufs Erste nicht so spektakulär aus, man sieht hier zum Beispiel, dass hier so ein Mädchen ist, welches nach den Sternen greift. Moment, ich leg's mal ab. Das ist so ein Metallteil. Genau. Und was denkt ihr, wie wird wohl der Titel gewesen sein dieser Sensi Family Reunion? Der hieß Reach for the Stars. Greif nach den Sternen, alles ist möglich, wenn du es nur willst. Also so in die Richtung war da eben das Motto. Aber wenn die irgendwo steht, ich packe euch mal noch ein Bild mit rein, dann ist es auf jeden Fall so, dass dieses Bild an die Wand projiziert wird. Und das finde ich ist so das Besondere an dieser Duftlampe. Das Schälchen ist dann da vorne drauf. Und ja, erwärmt dann sozusagen den Duft. Die Basis ist in Lila gehalten, so in dem richtig typischen Sensi-Lila. Und ja, wie gesagt, ist auch was ganz Besonderes. Und die weckt auch immer die Erinnerungen an die Reise nach Edinburgh. Wir waren dann noch einen Tag länger dort und haben uns dann noch so eine Sightseeing-Tour angeschaut. Also wir haben an so einer Sightseeing-Tour teilgenommen und haben uns dann, ja, noch Edinburgh angeschaut an dem einen Tag, den wir Zeit hatten. Und wir hatten uns geschworen, das nächste Mal hängen wir noch eine Woche Urlaub dran, wenn wir dann in irgendein Land reisen und schauen uns dann mehr an, weil ein Tag für diese tolle Stadt ist einfach viel zu wenig.
Gut, dann dort die nächste Hiobsbotschaft. Ja, nächstes Jahr Sensi Family Reunion ist in Anaheim, Kalifornien. Ruhe im Saal. Das war echt, das war so ein riesengroßer Saal und da war Ruhe. Also es hat keiner was gesagt. Und dann standen die Moderatoren halt da auf der Bühne und haben dann gesagt, ja so, auch für uns kamen dann die Fragen, also in sämtlichen Sprachen. Und dann kam, ja, es wird eine globale Reunion in Anaheim, Kalifornien sein, wo wirklich alle hinfliegen können. Ich so, ich muss jetzt erstmal wieder von Edinburgh heimkommen. Wie soll ich dann nach Anaheim, Kalifornien kommen? Ich meine, USA war für mich schon immer ein Riesentraum und ja, es war einfach zum Greifen nah und doch so weit weg, weil wir sind dann zurück in unserer Unterkunft gewesen. Wir hatten uns eine Wohnung genommen mit 6 Personen und da haben wir dann irgendwie gleich mal geschaut. Also mein erster Blick war ins Internet zu schauen, wie lange man da fliegt. Das sind in etwa 13 Stunden gewesen. Ich habe gesagt, nee Schatz, kannst du vergessen. Als wir dann zu Hause ankamen, habe ich mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es war eigentlich schon schön und es ist immer toll und USA und Wärme und Palmen und gerade auch noch Kalifornien, Los Angeles und so weiter und so fort. Und dann hatten wir uns dazu entschlossen, dass wir in die USA fliegen und dass ich all meinen Mut zusammennehme und mir diese Reise antue, um einfach dieses unbeschreibliche Erlebnis zu haben. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe es nicht bereut. Ich habe die Flüge sehr gut überstanden. Ich glaube, ich brauchte einfach nur ein positives Erlebnis, welches der Flug nach Edinburgh und zurück war. Und da ist mir nichts passiert. Also ich habe einfach festgestellt, mir passiert da nichts. Auch wenn es ein wenig rüttelt und schüttelt, es passiert einfach nichts. Und dann haben wir eben die Reise nach Kalifornien gebucht. Wir hatten es auch diesmal so gemacht, wenn wir schon so weit fliegen und so viel für einen Flug ausgeben, dann bleiben wir da nicht nur 5 Tage, sondern wir waren insgesamt 13 Tage in der USA, also sprich in Anaheim in Kalifornien. Und es war unbeschreiblich. Es war wirklich unbeschreiblich und ich bin da Sensi immer noch unheimlich dankbar. Also da muss ich jetzt schon fast das Heulen anfangen, dass sie mich da quasi dazu geschubst haben, dass ich mich wieder in ein Flugzeug steigen traue. Und ja, es ist mein geilstes Sensi-Erlebnis, was ich bisher hatte. Und wir haben uns dann auch die Erinnerungsduftlampe, ist es ja diesmal nicht, sondern den Erinnerungs-Sensi Go gekauft. Und ja, die Reunion hieß One Magical Moment, also ein magischer Moment. Und wir hatten auch mit diesem Ticket dann noch Tickets für Disneyland in Anaheim bekommen. Das ist jetzt nicht so unser Ding, ne? Habe ich euch schon mehrfach gesagt. Aber das war jetzt nicht so unser Ding. Aber es wurde halt zu dieser Reunion, wurden halt die Disney-Produkte eingeführt. Und von daher gesehen war das auch wieder was Besonderes. Wir bekamen dann auch alle die Mickey Mouse, den Mickey Mouse Buddy, den ersten geschenkt. Und das war einfach, es war unbeschreiblich. Ich glaube, die Reunion ging da damals über 3 oder 4 Tage oder sogar 5 Tage. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall mega gigantisch. Ich habe damals auch ein Tagebuch geführt. Dort direkt, als wir dort im Urlaub halt auch waren und dann nach der Reunion noch. Und habe da jeden Tag so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und das schauen mein Mann und ich heute noch gern an. Und auch wenn wir uns in Sensi Go dabei haben auf der Reise, dann freuen wir uns da auch unheimlich drüber. Also was ich euch damit eigentlich sagen will, ist, ja, auch wenn du denkst, du kannst es nicht, probier's aus, überwinde deine Ängste und schau einfach, was es Schönes gibt auf dieser Welt, was dir das Leben Tolles zu bieten hat. Ich sag's euch ganz ehrlich, hätte ich Sensi nicht kennengelernt, glaube ich, wäre mein Leben bis jetzt in den letzten 5 Jahren ganz anders verlaufen und nicht so fröhlich, sage ich jetzt mal, sondern eher traurig, tieftraurig und ja, halt einfach nicht so schön. Und deshalb bin ich so dankbar, Sensi kennengelernt zu haben, weil es mir halt aus einem ganz, ganz tiefen Loch rausgeholfen hat. Und ja,
einen lilanen Sensi Go gibt es halt auch nicht. Ne? Das ist halt auch wieder nur extra für Berater hergestellt worden. Und da ist halt eben auch die Silhouette vom Disneyland drauf. Und das Riesenrad ist dann noch auf der Rückseite drauf. Und ja, es ist halt einfach eine wundervolle Erinnerung. Meine schönste Sensi-Erinnerung in den letzten 7 Jahren. Ja, und ich kann euch sagen, es waren insgesamt 15 deutsche Berater mit Anhang da sozusagen. Und ja, das ist schon was Besonderes gewesen. Also richtig, richtig besonders. Und deswegen mag ich diesen Sensi Go auch so gern. Und ich behandle ihn schon fast so ein bisschen wie ein Heiligtum. Das Jahr drauf, 2019, war dann klar, dass wieder eine Reunion in Deutschland in Europa stattfinden wird. Und es hat sich angeboten, Amsterdam, weil die Niederlande kamen ja 2019 zu Sensi dazu. Also sprich, wir konnten dorthin rekrutieren. Und ich finde, das ist auch eine meiner Lieblingsexemplare, die Duftlampe, die es damals gab. Das Motto war damals No Limits, also es gibt keine Limits. Du selber steckst dir dein Limit und wenn du hoch hinaus willst, dann kannst du das auch tun. Und ich muss euch sagen, es ist wirklich so, wenn du dir deine Ziele steckst und immer wieder schaust, dass du weiterkommst mit deinen Zielen, dann wird das auch was. Und wenn du hart daran arbeitest, dann wird das wirklich was. Ich sag's euch ganz ehrlich, weil ich habe das auch so fabriziert. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich jetzt dastehe, wo ich jetzt bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich schaffe jetzt im Herbst die nächste Stufe. Gut, das war jetzt die Duftlampe. Ich finde sie ganz toll, weil so Sterne ist eigentlich so ein wenig, gehört auch mit zu den Sensi-Wahrzeichen dazu. Und wie ihr hier seht, das sieht jetzt aus wie ein Spiegel. Aber wenn ich die Duftlampe anmache, dann sieht man hier, dass das Licht so richtig in die Tiefe geht und dass da innen der Schriftzug No Limits ist. Ich tue es mal ein wenig näher hin. Und dieses in die Tiefe gehen zeigt einfach, also das ist schon dieses Symbol dafür, dass es kein Limit gibt und ja, dass es ganz viele Überraschungseffekte im Leben gibt. Und oh, ich finde die so toll. Und ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, die stehen bei uns alle in der Vitrine drin, die Duftlampen, und werden immer so nach Empfinden mal rausgeholt und dann verwendet. Aber dieser Effekt ist doch gigantisch, oder? Und ich finde, die Kamera nimmt das auch super auf. Ja, das war dann Amsterdam. War jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem wir in den USA waren und so eine riesige Reunion mitbekommen haben, war es jetzt weniger spektakulär für mich, weil einfach für mich so dieses Höchste, diese Reise in die USA war. Ja, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, 2020 gab es keine Reunion im klassischen Sinne. Also so, dass wir irgendwo hingereist sind, weil es war ja leider nicht möglich. Wir wären letztes Jahr nach Birmingham gegangen. Und ja, Tickets waren schon gebucht. Und alles war schon gebucht und musste dann leider abgesagt werden. Wir hatten uns auch eine Incentive erarbeitet für 2020. Eine Kreuzfahrt nach Bermuda, der weine ich auch noch wahnsinnig hinterher. Weil so eine Kreuzfahrt, die bekommst du halt nicht einfach so. Ne? Die haben wir uns wirklich hart erarbeitet und dann ist sie leider ausgefallen. Wir sind da zwar finanziell entschädigt worden dafür, aber ich sag's euch ganz ehrlich, mir war es das Geld nicht so viel wert, wie es diese Reise und dieses Erlebnis gewesen wäre. Ja. Und da gab es dann auch ein Thema, das 2020 hieß Perspective. Also da ging es um Perspektivwechsel und wir mussten ja letztes Jahr alle unsere Perspektive ändern und ich musste auf online umstellen und ja, ich konnte keine Homepartys mehr machen, wodurch ich ja meine Hauptumsätze gemacht habe und musste dann mir im März letzten Jahres ganz, ganz viele Sachen aneignen. Ich musste schauen, wie ich mit Instagram klarkomme, wie ich mein Geschäft auf Facebook weiter
gestalte. Ich habe mich mit Pinterest auseinandergesetzt. YouTube kannte ich ja bisher schon. War eh schon in Planung, dass ich wieder YouTube-Videos mache mehr. Und ich musste mich einfach verstärkt auf diese Sachen konzentrieren. War nicht einfach für mich, aber es ist möglich. Wenn man wirklich will, ist alles möglich. Und mittlerweile hat sich halt für mich herausgestellt, dass ich am liebsten unterwegs bin bei Instagram und halt eben auch YouTube-Videos mache, welche ich halt dann auch bei Telegram hochlade. Ab und an mache ich auch mal was bei Pinterest, dass ich da Sachen hochlade. Aber das sind eigentlich so meine Hauptthemen, sage ich jetzt mal. Und da gab es auch eine Duftlampe. Die hat mir jetzt auf dem Bild ehrlich gesagt gar nicht so gut gefallen, weil die irgendwie komisch aussah. Aber auf dem Bild, als man sie bestellen konnte, hat man auch gar nicht gesehen, dass sich das dreht. So, Moment. Ich schau mal, ob man das einfangen kann. Ich nehme mal das Schälchen runter. Also da ist eine Glühbirne drin und oben drauf ist ein Schälchen. Und hier seht ihr jetzt einfach, dass sich dieses Wort Perspective dreht. SFR at Home heißt es. Sensi Family Reunion at Home. Und ich glaube, ihr habt ja auch schon ganz viel in meinen Stories und so gesehen, weil ich die jetzt wirklich hier eine lange Zeit in meinem Büro stehen hatte. Und diese Folie hat auch noch einen wundervollen Effekt. Diese Folie wechselt irgendwie die Farbe. Und das finde ich irgendwie mega cool. Und ich finde es auch cool zu diesem Thema Perspektive, also Perspektivwechsel und so, dass wenn man von der anderen Seite auf Dinge schaut, dass es halt, ja, dass man dann wieder was anderes sieht. Und ich muss sagen, ja, ich bin Corona unheimlich dankbar, denn also was das jetzt angeht, ne? Weil unser Geschäft ist explodiert. Durch diese Umstellung auf online und dass viele Menschen zu Hause waren, ist unser Geschäft explodiert und es wächst nach wie vor noch immer weiter und das ist der Hammer. Also wie gesagt, ich komme aus dem Staunen gar nicht raus. Ich komme aus dem Staunen nicht raus, was unsere Teammitglieder leisten, was Menschen leisten, die sich das nie zugetraut hätten und was diese Menschen bis jetzt erreicht haben. Die sind teilweise selber total baff. Und ja, es ist einfach, it's magic. Es ist wirklich so. Und wer sagt, Mensch, mich interessiert das schon so ein bisschen mit dem Sensi und so, aber ich traue mich das nicht. Und wer dann aber über seinen eigenen Schatten springt und durch diese Angst, die ja wie ein Schleier vor vielen ist, dann einfach mal durchgeht und das tut und das kontinuierlich, da kann nur was Gutes dabei rauskommen. Ich finde, jeder sollte sich mal die Chance geben und ja, Sensi ausprobieren, wenn er da schon mal jemals drüber nachgedacht hat. So, das ist jetzt die letzte Duftlampe, die Perspective. Und ja, da innen ist halt eine Glühbirne und da kommt das Schälchen drauf, welches das Wachs erwärmt. Aber wie ich schon gesagt habe, die habt ihr ja schon ganz viel gesehen in meinen Videos und Kurzvideos und in der Story. Gut, das war's jetzt heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt keine aktuellen Produkte waren. Und ich freue mich schon, wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao!